So, meine Lieben, auf geht's mit dem dritten Projekt, neben Slender und Inside. SCP kommt wann später. Ich habe es aber noch nicht geschafft, dass das Laden bzw. Speichern von Content funktioniert. Also es buggt irgendwie, dass ich teilweise Saves nicht speichern kann. Also werde ich jetzt versuchen, das Spiel am Stück durchzuspielen bzw. selber nochmal nachspielen, was wir zusammen gezockt haben. Aber gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir machen mindestens eine halbe Stunde, denke ich. Bei Anna, was wir jetzt zocken, auf jeden Fall. Gut. By the way, zu SCP, wir haben ein bisschen herumprobiert und das Spiel ist doch komplexer, als wir eigentlich dachten. Richtig geil, aber ganz ehrlich, spoilern wir nicht vor. Nein, nein, lasst euch überraschen. Das ist super. So, das komplette Spiel ist leider nur auf Englisch, also es ist kein Hindernis, aber es gibt immer noch Leute da draußen, die des Englischen nicht so mächtig sind, vor allem es werden ein paar schwierige Wörter benutzt. Mhm. Deshalb habe ich meinen Hausübersetzer dabei. Moment mal, mein Praktikant, der ist aber nicht so frech hier, ne? Ja, wir tauschen mal die Rollen. Nee, du hast den Chef jetzt geholt, weil du eine Chefübersetzung haben willst. Die kriegst du zwar nicht, du kriegst von mir die Praktikanten angepasste Übersetzung. Ja, das wollen wir mal sehen. Let's do this. Heute bist du der Praktikant. Gut, ja. Je nachdem, falls Andi sich verhaspelt, gucken wir mal, ob wir vielleicht doch einen Untertitel reinsetzen, aber solange Andi das hinkriegt, Mach mir keinen Druck hier. Ich wollte dir damit eigentlich den Druck nehmen, dass wenn Dankeschön, du ja, versagst, ja, haben wir schon eine Lösung. Danke, dass du schon darüber nachgedacht hast, dass ich versage. Egal, weiter. Oh, ja, eine Runde Mitleid für den Andi. Okay, wir schwafeln schon lange genug. Die Musik ist super. Ich höre zwar gar nichts, aber ja, ich glaube dir einfach mal. Gut, wir fangen an. In diesem schönen, idyllischen Haus, das eigentlich meine Mühle war. Egal, wir fangen an. Herzlich willkommen zu Let's Get Anna. Ich kann mich immer noch an die Ekstase der Sonne erinnern, die durch die Bäume ging. Während sich schon Stunden hingezogen haben und ich den Text nicht mehr so schnell lesen kann. Und ich dem Chant verzaubert war vom Wind, der dahin. Hoffte ich, dass ich dich vergessen hätte für immer und immer. Anna, meine Liebe. Also der Wind. Er war froh darüber. Ich hab überhaupt keine Übersetzung für Chant. Dieses Haus taucht immer in meinen Albträumen auf. Kein Zweifel. Keine Zweifel. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie bin ich hergekommen. Ich fühlte mich, als wäre ich in Trance hingelaufen. Aber ich bin nun hinter den Toren. Ich muss herausfinden, warum ich immer noch von dir träume. Ich brauche endlich geformte Antworten. Und daher, ich würde sagen, ich Ich habe ein tiefes Verlangen nach Antworten. Ich sehne mich nach einer Antwort. Ich sehne mich endlich nach einer Antwort. So. Also das, was eben noch da war. Kurz, wir können ähnlich übersetzen. Nein, wir haben es halt verstanden. Er träumt immer wieder von diesem Haus und von Anna, wer auch immer Anna ist. Er hat versucht, sie loszulassen, was aber nicht ging. Deswegen will er Sache jetzt auf den Grund gehen. Richtig, und deshalb sind wir an diesem Haus. Ich warte jetzt drauf, dass wieder Let's Play Chris kommt und wieder ein auf Englisch-Student macht und sagt, das heißt das und das. Das heißt das und das. Das Problem daran ist, der Text ist verdammt nochmal kurz da. Ja, definitiv. Also, ich denke, das mit dem Untertitel wäre vielleicht keine schlechte Idee. Also sagen wir so, wir können ja mal gucken, wenn ihr Untertitel haben wollt, wenn es irgendwer da draußen gibt, der jetzt keinen Plan hat, worum es geht und noch gerne eine Übersetzung hätte, schreibt es in die Kommentare und wir liefern es nach. Ist ja jetzt keine Arbeit. Ja, vor allem kann man es ja auch mit den Einblendungen in YouTube machen, da müssen wir es nicht extra ins Video schneiden. Also wer es gern hätte, sagt Bescheid, dann kommt es. Ansonsten nehmen wir einfach mal an, dass ihr das jetzt auch gepeilt habt. Ja, weil wir müssen nicht eins zu eins jedes Wort übersetzen. Wir haben eine halbwegs Peilung von dem, was hier funktioniert. Okay. Also, los geht's. Ich muss euch sagen, ich finde es sehr geil, wie das Gras so im Wind ein bisschen wippt, ne? Ja, kurze Erklärung zur Steuerung. Wir haben eine rechte Maustaste, können Use, also benutzen, aufheben oder untersuchen. Mhm. Und wir haben mit der mittleren Maustaste ein Inventar, in dem wir ein Feuerzeug, ein klapperes Jagdmesser, eine Wasserflasche haben, ein Handy, das nicht funktioniert. Er kann es nämlich nicht benutzen. Ich glaube, er ist einfach von so einer Fraktion, dass er kein Plan hat, wie man Handy anmacht. Und Jota, ich habe keine Ahnung, was ein Jota ist, aber ich denke mal, es ist eine Art Notizbuch. Yep. Sehr richtig. Das ist dann wirklich auch mein Vater. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es in meinem Thema erwähnt habe, mein Vater. Das könnte nützlich sein, um kleine Tiere zu jagen, zu Hand
Also wir haben gerade einfach einen Stein aufgehoben. Jo. Und ja, wir haben hier anscheinend die Haupttür, ja, Main Door wird auch da links unten angezeigt. Das ist... Mach du. Es ist die Türe zur Mühle. Sie ist verschlossen. Und wir haben hier drüber auf jeden Fall irgendwas Komisches. Und ein, Eye-shaped Notch, eine wie ein Auge geformte Einlassung. Einlassung? Ein... Irgendwie so. Eine Kerbung. Eine Kerbung mit Aussagen, ja. Eine eindrucksvolle Kerbung. Wenn man die Simplizität... Simplizität. Wenn man das Simple mal weglässt... Ich kann's nochmal machen. Neben der Simpelheit dieses Ding ist es einfach nur wunderschön... also verarbeitet. Trotz der Tatsache, dass es relativ simpel ist, ist es trotzdem noch gut verarbeitet. Ja. Vielleicht sollte ich übersetzen. Halt die Flut. Ich muss die Chance mal nutzen, dich zu dissen, das weißt du doch. Glaub auch. Was? Ja, sie rührt sich nicht. Das kennen wir aus Silent Hill. Das kennen wir ja sehr gut aus Silent Hill. Was ich gerade noch reinwerfen wollte, ist von wegen dem Handy nicht nutzen können, ne? Das erinnert mich an meinen Vater. Mein Vater ist, muss ich jetzt so sagen, 87, das ist kein Scheiß. Und ich hab DSL 2000, deswegen dauert es Ewigkeit beim Uploaden. Und erklärt mal einem 87-Jährigen den Vorzug von schnellerem Internet. Aber du hast doch Internet. Ja, aber ich brauche das schnellere. Was ist das denn? Das ist schwierig. Ich habe gerade einen Fluss entdeckt und habe mir unsere Wasserflasche gefüllt. Das war nämlich eine gute Idee. Ich glaube, Flask heißt Feldflasche sogar. Nur bin ich ganz sicher. Also Flask kann Flask jetzt einfach, soweit ich nur weiß, noch Trank. Oder? Trankflasche, keine Ahnung. Das ist doch egal. Okay, oder? Wir haben hier einen tiefen Mudpool. Nee, Pond. Was ist Pond? Ich glaube, wir werden uns das halbe Spiel über ja, Übersetzungen... Ist egal, wir kümmern uns jetzt nicht um die einzelnen Wörter, das ist schon schlimm genug, dass wir gerade schon 7 Minuten dran sind. Egal. Ich entschuldige mich hier für unsere Unfähigkeit. Okay, jetzt geht's ins Spiel und ist einfach eine tiefe Schlammgrube, in der wir nicht sehen, dass das Wasser dunkel und schmutzig ist. Und wir können den Boden nicht mehr sehen. Das ist wie in meinem Zimmer. Ja, wir haben hier aber noch Steine, die wir vielleicht irgendwie wegrollen könnten. Ja, der Stein blockiert diesen kleinen Einlass hier. Aber ich kann es nicht benutzen. Was willst du machen? Den Kopf dagegen schlagen? Geh weg, geh weg. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ich hole jetzt nicht noch ein Holzklotz. Du könntest eine Steinsammlung machen. Was ist das? Dein Lieblingsstein, das ist so eine kleine Tür. Okay, ja, das hier sieht sehr nach Amnesia aus, mit der rechten Maustaste festhalten. Aber, ach, verdammt. Das ist ein bisschen hakelig. Ein geschlossener kleiner Platz unter dem Staircase. Und dort sind kleine Seile, die zusammengeknotet sind. Aber es sollte nicht so schwer sein, sie zu öffnen. Boah, das Rätsel ist echt hart. Ja, also wir haben ein Messer, wir haben Dinger und wir können jetzt diese Tür öffnen. Der pure Wahnsinn. Aber das sieht so ein bisschen dunkel aus. Ja, und das Einzige, was man hier erkennen kann, ist ein trockener... Ast. Ich meine, was können wir da denn machen, außer den trockenen Ast vielleicht anzünden? Yay! Was ist das? Eine Pokémon-Karte. Ein ovaler Spiegel. Ich glaube, er wird durchsichtiger in der Wärme der Hände, meine ich schon da gerade. Also, es ist eine Scherbe von einem ovalen Spiegel. Ja. Ja. Es wird eher durchsichtiger, wenn man es in die Hand nimmt. Das heißt, das Ding hat wohl irgendwas mit Wärme zu tun, weil ja auch das Feuer dabei war. Mhm. Dann gucken wir mal weiter hier, was hier noch draußen ist. Ja, unsere Hände sind einfach heißer als jede Flamme. Das hat letztens auch ein Mädel zu mir gesagt. Scherz. Ja, wir haben Tannenzapfen hier. Ganz, ganz trocken, ne? Und uns wird gesagt, vor einiger Zeit haben die Leute, die hier lokal wohnen, das wohl zum Feuermachen benutzt. Ich glaube, das ist ein Hinweis. Die hier lokal wohnen? Meinst du so mit einem Wirtshaus? Hey Mann, können wir noch mal so ein Tannenzapfenbierchen hier? Oh Mann, jetzt bringt dich doch nicht über meine Aussprache aus. Arschloch. Ich glaube, das hier wird nicht ein Let's Scare Anna, das wird eher Let's Diss gegenseitig. Ja, Let's Battle. Aufgestapelte Steine. Ach, die liegen da neben einfach so rum. Ja, ich glaube, nee, er will sie nicht benutzen, nicht hochheben, nicht mitnehmen. Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube,
Das sieht aus wie ein leckerer Salat. Ich glaube, jeder Missgabe, ich werde egal, was da genau steht, sondern sofern die ungefähr wissen, worum es geht. Ja, glaube ich aber auch. Haters will know. Ein hölzerner Stock. Yay! Er sieht tragbar aus. Nee. Durable heißt er eigentlich. Er sieht aus, als ob man benutzen kann, dass er nicht gleich bricht, oder? Also er ist benutzbar und stabil. Stabil. Guck ihn dir an. Meinst du ernsthaft, mit dem kannst du Klimmzüge machen? Nein, aber er ist stabiler. Er ist wenigstens stabiler als irgendwas. Ich meine, wir könnten ja mal versuchen, ob er stabil genug ist für die Steine hinten. Wenn das klappt, ey. Dann aber Heidewitzke. Alter, ach, verdammt, ich kriech ja noch. Fällt mir gerade mal auf. Ja, richtig so. Praktikant hier. Ich glaube, das wird jetzt noch viel zu lustig, bis es dann mehr ernsthaft ins Haus reingeht. Ja, denn im Haus wird es um einiges gruseliger und da werden wir uns auch nicht mehr so dissen, sondern eher auf die Apple des Games eingehen. Aber jetzt gerade ist einfach so... Ja, das ist... Schöne Gartenparty. Das hier ist wirklich noch, um die Spielmechanik zu verstehen und es funktioniert. Sehr gut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dafür ist es auch ein Indie-Projekt, ne? Ja. Und zwar von Dream Painters. Dream Painters, genau, heißt das Entwicklerstudio. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein Indie-Game ist, ist die Grafik atemberaubend. Ja, also das Gras sieht auch richtig, richtig schön aus insgesamt. Es ruckelt zwar ab und zu, aber es gibt ja so kleine Probleme hier, wie mit dem Berg zum Beispiel. Aber das sind Kleinigkeiten hier, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Aber ganz ehrlich... Aber ganz mal im Ernst, guck dir mal bitte die Landschaft an, das sieht einfach nur super aus. Aber... Wir schwärmen, glaubt mir, das Spiel hat so Hammer Lichteffekte. Und ich sehe was. Da liegt nämlich noch so eine ovale Scherbe drin. Also ich persönlich finde, das sieht aus wie so die weiße Seite von einem Überraschungsei. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das ist lecker. Nee, das will ich jetzt nicht benutzen, sondern ich will nochmal den Rutsch. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen hakelig und man muss sich dran gewöhnen. Und ja. Aber für einen alten Adventurer wie dich genau das Richtige, ne? Auf jeden Fall. Ich persönlich habe damals, ich weiß nicht, ob ihr noch Myst kennt. Oh ja. Ich finde Myst zum Kotzen. Wie kannst du nur? Ich finde Myst ohne Scheiß. Ich kann es verstehen, denn das Spiel lässt sich komplett alleine. Es ist vor allen Dingen zum Kotzen langweilig. Ist es nicht? Ich habe das ganze 3 Stunden gespielt. Okay, es war sonntags, nachdem ich aus der Kirche kam. Und war so Alter, wie schnell ist der gerade bitte? Der sprintet dir voll durch die Gegend. Oder, ja, er. Wir suchen ja Anna. Ja, der will auch vom Myst weglaufen. Also, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, welches das war. Da Andi? Kam, ja. Denkst du auch, dass das vielleicht da oben reinpassen könnte? Das könnte auf jeden Fall ein ovales Auge. Ich guck mal, ob ich die miteinander ver... Nee, direkt zusammensetzen will also nicht. So einsetzen. Ja. Auf jeden Fall Myst. Ich habe es damals noch gespielt, als ich aus der Kirche kam und es war so kotzt langweilig. Oh, die blaue Seite, oh, die rote Seite. Was für eine Scheiße, die man erzählt hat mit irgendwelchen Panikleuten. Ich stehe an diesem Tor, mir ist total langweilig. Und ich frage, was steht mir jetzt für eine Parasellappen? Ohne Witz, das Spiel geht mir... Boah, ich mal irgendwann mal eine Sonntagspredigt als Video davon. Myst ist ein super Spiel. Ich habe ja auch noch die Collector's Edition von... Also die Limited Edition von Myst 4 hier. Du stellst gerade wieder mal meine Idee, dass du ein Volllappen bist. Nein, ich bin einfach nur ein riesiger Adventure-Fan. Aber wir haben das Auge eingesetzt. Und ganz im Ernst. Tomato. Ja? Lass mal die Scheiße. Wir haben jetzt 13 Minuten gelabert und da sind nicht immer Maus drin. The notch, no resemble to lie, ja, also... It is without a pupil. A sinister glow emanates from the iris. Also, es fehlt die Pupille und es leuchtet von der Iris. Das heißt, für mich heißt es einfach sowas wie, wir brauchen eine leuchtende Pupille. Ja, im Prinzip. Hast du einen Sharingan dabei? Nee, ich muss Sasuke Uchiha erstmal rufen. Uchiha, Sasuke. Weiter, Sasuke. Der Nachname war zwar nicht richtig. Der Nachname heißt Ucha. Ucha. Habe ich aber noch nie in der japanischen Version so gehört. Ich habe es in der japanischen Version immer so gehört. Nein. Sag echt Ucha? Ja. Dann ist es schon viel zu lange her, dass ich das ganze Mal wieder gehört habe. Bei mir ist es eine Woche her, seit ich die letzte Episode geguckt habe. Aber Sasuke heißt er eigentlich, ne? Ja, Sasuke. Das Sasuke. U ist nicht gesprochen. Das ist halt gut. Aber ich, also dann geht's Ucha? Weil ich kenn's von Uchiha. Egal, weiter. Also ich denke, dass es auch Uchiha ist. Also ich weiß es aber gerade auch nicht. Ist auch egal. Ihr dürft uns gerne als Vollhongs erklären, wenn wir komplett falsch liegen. Ich gucke aber gerade mal ins Inventar und das Einzige, was mir einfällt, das man anzünden könnte, ist Tannenzapfen. Der Tannenzapfen. Vor allem, weil er schon ewig trocken ist. Ja, deshalb. Ich würde jetzt Witze über eine schwarze Witwe machen. Es funktioniert, aber das Ding hat oben reingepasst. Das ist, aber wenn es eine Pupille sein soll, ist es ein bisschen abhanden gekommen.
Aber wer weiß, bei Zelda liegt es ja auch so. Ja, und Sinister Glow, also denke ich mal, anzünden. Versuch's einfach mal, lässt trocken. What the... Nice. Wir haben eine brennende Tür oder einen brennenden Türhenkel. Aber ich glaube, den kannst du jetzt nicht so betätigen, außer du hast irgendwelche Schutzhandschuhe an. Ich denke, ich habe das mit Wasser gefüllt. Das hat jetzt vollgebracht. Yeah, it doesn't work. That is not the source of the flame. Ja, wir haben nicht die Quelle der Flamme gelöscht. Gelöscht. Oh, Alter, 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 Alter. I'm just kidding you. So, wir haben die Flasche wieder aufgefüllt und diesmal löschen wir die Pupille. Ja, es ist schwer, das Sius zu treffen. Vor allem für so alte Mistspieler wie dich. Okay, genug gehatet. Weiter geht's. Alter, ohne Witz, okay, reicht. Okay, jetzt kommt die gute Atmo und jetzt werden wir auch weniger Witze machen. Ja, und die erste Folge ist vorbei. Gut, dann können wir das jetzt Ganze mit dem Gehaten abschließen und mit der Atmo starten. Ja, dann nennen wir den ersten Part auch anders. Gut, es tut uns leid, das war jetzt gerade der Fail-Part. Ihr habt das Spiel kennengelernt, ihr habt gemerkt, was wir für Vollhonks sind. Und im zweiten Part gibt's Atmo. Jetzt beginnt das Spiel.